Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und zu einem neuen Challenge-Video, dieses Mal ja zum Thema Geschenke einpacken. Und ich habe hier schon mal ein kleines Päckchen vorbereitet mit diesem wirklich wunderschönen Geschenkpapier. Hier sind Papageien drauf und Schmetterlinge und verschiedene Blumen, Orchideen viele. Und hier sind auch noch sehr, sehr schöne Kolibris drauf. Und ich zeige euch, wie ihr ganz einfach aus Geschenkpapier auch eine Schleife machen könnt und euer Geschenk so einheitlich dekorieren könnt. Ich habe hier noch ein Stückchen Geschenkpapier zurechtgeschnitten, einfach rechteckig. Ich würde sagen so 20 x 10 cm ungefähr. Und das schneide ich jetzt in schmale Streifen mit meiner Schere. Aber ich lasse hier immer ein Stückchen zusammen, ungefähr 1,5 cm und mein Streifen ist ungefähr 1 cm breit. Zusätzlich habe ich hier noch Tesafilm liegen, aber das habe ich auch schon benutzt, um das Geschenk selbst einzupacken. Anschließend habe ich dann hier die einzelnen Stränge liegen und ich nehme jetzt meine Schere und lasse sie sich einkringeln, wie bei normalem Geschenkband auch. Allerdings bin ich hier etwas vorsichtiger, damit es mir nicht reißt. Ihr seht, es kringelt sich auch ein, genau wie bei Geschenkband, nur dass ich hier gleich die ganzen Kringel schön aneinander liegen habe. Ich habe hier jetzt eine komplette geringelte Reihe und die rolle ich jetzt auf. Und zwar so, dass das Weiße innen liegt. Und hier kringelt sich dann alles schön zusammen. Dann nehme ich einen Streifen Tesafilm und klebe mein gedrehtes hier unten gut zusammen. So, das ist sicher verpackt. Das geht auch nicht wieder auseinander. Und jetzt suche ich mir einfach eine schöne Stelle auf meinem Geschenk und da klebe ich die Deko dann auch mit einem Streifen Tesafilm auf. Damit mache ich mir selber so ein bisschen doppelseitiges Klebeband. Ich schlage es einmal von beiden Seiten ein. Dann so ein kleines Röllchen. Setze das hier unten an und klebe es einfach hier auf. Dann ist auch der Papagei noch schön zu sehen. Und hier eben genau passend zum Geschenkpapier ein bisschen Deko. Also ganz niedlich, ganz einfach und eine schöne Alternative zu Geschenkband. Und natürlich auch super schön, wenn man das auf braunes Packpapier macht und dann vielleicht einfach von einem knalligen Geschenkpapier einfach Reste benutzt und damit eben dann noch vielleicht eine schöne bunte Schleife gestaltet. Hier jetzt eher Ton in Ton, aber auch total schön. Und ich hoffe natürlich, euch hat die Anleitung gefallen und wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, irgendwelche Ideen oder Vorschläge habt, schreibt es uns einfach in die Kommentare. Und dann schauen wir mal, was wir nächste Woche für ein Challenge-Thema haben. Heute bin ich dann mal wieder dran mit Ziehen und ich wühle hier mal einmal durch und ich habe eins gefunden, das ist relativ klein und es ist Washi-Tape. Ein sehr schönes Thema, genau, gefällt mir sehr gut. Genau, eins unserer Lieblingsthemen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja schon viel mit Washi-Tape hier auf dem Kanal gemacht, also wenn euch das interessiert, einfach mal in unsere Videos reinschauen. Genau, aber ich glaube, es gibt immer wieder neue Ideen mit Washi-Tape, also da wird uns sicher noch was Gutes einfallen für nächste Woche. Mhm. Vielleicht habt ihr auch Wünsche oder Anregungen, könnt ihr gerne einfach alles unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr auch noch neue Themen, die wir in unser Glas werfen sollen. Einfach in die Kommentare. Genau, einfach unten reinschreiben. Wir schreiben es dann ab und werfen es einfach ins Glas. Genau. Und sonst schaut unsere anderen Videos. Schaut mal bei Twitter, Instagram und Facebook bei uns vorbei. Schaut natürlich auch heute das Video der jeweils anderen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.